Rund 30 Millionen Menschen sollen allein in Deutschland unter einer Fehlfunktion der Schilddrüse leiden. Häufig ohne es zu wissen. Die Gesundheit der Schilddrüse ist abhängig von der Versorgung eines bestimmten Mineralstoffs, Jod. Von diesem haben zwar die meisten bereits gehört und wissen vielleicht, dass es manchmal in Speisesalz enthalten ist, doch so wirklich weiß die Mehrheit nicht, was es mit Jod auf sich haben soll. Was genau ist also Jod? Es ist ein natürlich vorkommendes, essentielles und lebenswichtiges Spurenelement, das wichtig für viele Prozesse im Körper wie das Wachstum, die Knochenbildung und Entwicklung des Gehirns ist. Alle Organsysteme des Menschen sind auf Jod angewiesen. Es wird besonders für die Produktion der Schilddrüsenhormone benötigt. Diese regulieren dann Stoffwechselprozesse und regen das Körper- und Organwachstum an. Im Kindesalter unterstützen sie die altersentsprechende körperliche Entwicklung und die Reifung des Gehirns. Auch die Fruchtbarkeit von Mann und Frau, die normale Entwicklung des Kindes im Mutterleib und das seelische Befinden werden durch die Schilddrüsentätigkeit beeinflusst. Als essentielles Spurenelement kann der menschliche Körper Jod nicht selbst produzieren und muss es mit der Nahrung aufnehmen. Ins Blut gelangt es über den Magen-Darm-Trakt und von dort in die Schilddrüse, wo bis zu 80% des aufgenommenen Jods verbraucht wird. Deutschland ist eine der jodärmsten Regionen Europas. Unsere Böden, Äcker und das Trinkwasser weisen nur geringe Mengen des Spurenelements auf, wodurch es zu einem Joddefizit in unserer Ernährung kommen kann. Experten gehen davon aus, dass mindestens ein Drittel der Deutschen mit nicht ausreichend viel Jod versorgt sind. Auf lange Sicht können diese Defizite zu krankhaften Veränderungen und Störungen der Schilddrüse führen. Auch bei Vorliegen einer Kuhmilchallergie, Laktoseintoleranz und salzarmer vegetarischer oder veganer Ernährung sollte besonders auf eine ausreichende Jodversorgung geachtet werden. Eine kurzzeitige Jodunterversorgung führt in der Regel zu keinem gesundheitlichen Risiko. In Phasen eines gesicherten Jodangebots über die Nahrung legt der Körper einen gewissen Vorrat davon an und speichert Jod in der Schilddrüse. Ein Jodmangel tritt also nur nach langen Phasen einer Mangelversorgung ein. Der Körper ist in der Lage, eine vorübergehende Mangelversorgung für einen gewissen Zeitraum auszugleichen. Die Symptome eines Jodmangels sind anfangs kaum zu spüren. Erst mit der Zeit treten Beschwerden wie Antriebsschwäche, Konzentrationsstörungen und Kälteempfindlichkeit durch eine Schilddrüsenunterfunktion auf. Doch auch Atem- und Schluckbeschwerden, enge Gefühl im Hals und Wachstums- und Entwicklungsstörungen bei Kindern können Anzeichen für einen Jodmangel sein. Besteht der Jodmangel über längere Zeit, wird er chronisch. Dann reagiert der Körper mit einem raschen Schilddrüsenwachstum, das äußerlich sichtbar als Kropf oder Struma bezeichnet wird. Bei länger bestehendem Kropf verändert sich das Schilddrüsengewebe, es kommt zur Knotenbildung. Hierbei gibt es die sogenannten kalten Knoten, in denen die Zellen ihre Funktion verlieren und keine Hormone mehr produzieren. Im Gegensatz dazu wird in den heißen oder auch autonomen Knoten vermehrt Schilddrüsenhormone gebildet, unabhängig vom Hormonbedarf. Autonome Knoten können Ursache für eine Schilddrüsenüberfunktion sein. Die Schilddrüse produziert dann zu viele Hormone, was zu Gewichtsverlust, hohem Puls, Zittern und übermäßigem Schwitzen führt. Eine Unterfunktion der Schilddrüse dagegen liegt vor, wenn die Schilddrüse trotz Vergrößerung nicht mehr ausreichend Hormone produziert. Diese Krankheit beeinträchtigt dann die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und äußert sich zum Beispiel durch eine erhöhte Infektanfälligkeit und Veränderungen von Haut und Haaren. Jodmangel bei Kindern und Kleinkindern hemmt die körperliche Entwicklung. Besonders in der Schwangerschaft ist ein Jodmangel sehr folgenreich. Eine Unterversorgung während der Schwangerschaft kann beim Kind zu Entwicklungsstörungen des Skeletts und Nervensystems führen, die irreversibel sind. Ein Jodmangel sollte unbedingt vermieden werden, da er das Wachstum des Fötus verzögert und das Risiko für Fehlbildungen und Fehlgeburten erhöht. Der Jodbedarf ist im Verlauf des Lebens unterschiedlich hoch. Die benötigte Menge an Jod richtet sich nach Alter, Wachstum und Entwicklung, Kalorienumsatz und besonderen Stoffwechselanforderungen. Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, für eine adäquate Jodaufnahme sind altersabhängig. So ist der Jodbedarf im Säuglingsalter relativ gering, steigt dann jedoch im Kindesalter bis ins Jugendalter stetig an. So beträgt die empfohlene Jodaufnahme für Jugendliche und Erwachsene 200 Mikrogramm am Tag. Bei Erwachsenen über 50 Jahren fällt dieser Wert bereits auf 180 Mikrogramm Jod am Tag ab.
Frauen benötigen in der Schwangerschaft mehr Jod, da bereits für das Kind im Mutterleib die Jodaufnahme äußerst wichtig für die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems ist. Auch in der Stillzeit ist der Bedarf wegen der Abgabe des Jods mit der Muttermilch erhöht. Daher wird in der Schwangerschaft und Stillzeit eine Zufuhr von 230 bzw. 260 Mikrogramm pro Tag empfohlen. Damit Schwangere und Stillende ausreichend Jod zuführen, wird ihnen nach Rücksprache mit dem Arzt empfohlen, Jodtabletten mit 100 bis 150 Mikrogramm pro Tag einzunehmen. In Deutschland gilt eine maximale tägliche Aufnahme von 500 Mikrogramm Jod noch als sicher, auch für Menschen, die auf eine Jodbelastung empfindlich reagieren. Diese Menge wird durch die normale Ernährung nicht überschritten. Rund 30% der Bevölkerung weisen in Studien zur Jodversorgung eine geringere Zufuhr auf. Vor allem die Verwendung von jodiertem Speisesalz wird daher empfohlen, um zum Erhalten der Jodversorgung beizutragen und ein Absinken zu vermeiden. Jod findet man vor allem in den Ozeanen. Daher haben Lebensmittel, die aus dem Meer kommen, einen recht hohen Jodgehalt und sind wichtige Jodlieferanten. Seefische und Meerestiere sollten mindestens zweimal wöchentlich verzehrt werden. Das meiste Jod enthalten Seelachs, Kabeljau und Scholle. Doch auch Spinat, Eier und Milch enthalten recht viel. Ein Überschuss an Jod über die Nahrung ist auch bei der Verwendung von jodiertem Speisesalz nicht zu befürchten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung weist darauf hin, dass die von der DGE empfohlene Tagesmenge für Erwachsene von 500 Mikrogramm üblicherweise mit der Nahrung nicht überschritten wird. Durch eine ausgewogene Ernährung werden die Zufuhrempfehlungen gerade erreicht. Eine Jodüberdosierung ist daher nur durch eine sehr einseitige und salzreiche Ernährung zu erwarten. Symptome einer extremen Jodüberversorgung können unter anderem ein jodinduzierter Kropf, thyreotoxische Krise oder Jodakne sein. Neben jodiertem Speisesalz können auch Nahrungsergänzungsmittel dabei helfen, die Jodversorgung sicherzustellen. Jod ist unter den Top 10 der am häufigst ergänzten Nährstoffe. 18% der Verwender von Nahrungsergänzungsmitteln greifen auf Produkte zurück, die dieses Supplement enthalten. So das Ergebnis einer Studie der Leibniz-Universität Hannover und dem größten deutschen Marktforschungsinstitut Growth from Knowledge. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Jod ein lebenswichtiges Spurenelement ist, das vor allem im Zusammenhang mit der Schilddrüse eine bedeutende Rolle spielt. Es ist für die Bildung von Schilddrüsenhormonen notwendig, die wiederum wichtige Stoffwechselabläufe im Körper regulieren. Bei Erwachsenen bis 50 wird eine tägliche Jodzufuhr von 200 Mikrogramm empfohlen. Frauen sollten während der Schwangerschaft und Stillzeit jedoch eine größere Menge zu sich nehmen. In der Regel kann durch eine ausgewogene und bewusste Ernährung heutzutage der tägliche Jodbedarf ausreichend gedeckt werden. Auch der Einsatz von jodiertem Speisesalz und die Einnahme von jodhaltigen Lebensmitteln wie Fisch, Meeresfrüchte, Milch und Eier können einem Mangel meist wirksam vorbeugen. Apothekenpflichtige Jodtabletten hingegen sollten nicht ohne ärztliche Rücksprache selbst eingenommen werden. Wer sich bei einem Jodmangel vermutet, sollte dies ärztlich abklären lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Ihr möchtet mehr solcher Videos über andere Supplements sehen? Dann schaut unbedingt in der Playlist hier auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir freuen uns auch über eure Meinung unten in den Kommentaren. Natürlich könnt ihr diesen Kanal auch sehr gerne abonnieren und direkt die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal und ciao!